Herzlich willkommen. Wir freuen uns sehr, dass ihr euch alle eingewählt habt. Ich würde gleich zu Anfang noch mal ein paar technische Hinweise geben. Und zwar bieten wir für diese Veranstaltung eine Simultanverdolmetschung an in Spanisch und Deutsch, weil im Hauptkanal hier werden wir auf Spanisch und auf Deutsch sprechen. Und für diejenigen, die eine Verdolmetschung ins Deutsch brauchen, die können unten in der Leiste so eine kleine Weltkugel auswählen und da auf Deutsch klicken. Hola, bienvenidos y bienvenidos a todas y todos. Ofrecemos traducción simultánea, español y alemán. Y si necesitan una traducción, fijarse abajo en un globo, ahí puede seleccionar el español. Si necesita traducción al español, porque en este canal principal vamos a hablar alemán y español. Okay, dann ja, nochmal herzlich willkommen zu unserer heutigen Veranstaltung. Extraktivismus Reloaded, Lateinamerika in der ewigen Rohstofffalle. Diese Veranstaltungen haben gemeinsam das FDCL und PowerShift veranstaltet. Und ich bin Steffi Wassermann und ich werde heute durch die Veranstaltung führen. Und ich freue mich sehr, dass wir drei Gäste haben, die ich gleich auch noch mal genauer vorstellen und begrüßen werde. Und wollte erst mal ein paar ja, Sätze noch dazu sagen, wie überhaupt diese Idee für die Veranstaltung entstanden ist. Und zwar haben wir gemeinsam mit Tobias Lammert eine Studie herausgebracht, auch gemeinsam mit PowerShift. Diese Studie, einige von euch werden sie schon postalisch erhalten haben, andere bekommen sie noch. Das ist Extraktivismus Reloaded, Rohstoffpolitik in Lateinamerika seit dem Boom ab 2003. Und wir dachten, diese Studie ist vielleicht ein guter Anlass, einfach nochmal auch mit weiteren Gästen, mit dem Autor selber, ja, über die Inhalte zu sprechen und bestimmte Aspekte, die auch in der Studie erwähnt werden, noch zu vertiefen. Ganz kurz zum Ablauf. Also wir haben eben drei Gäste, die ich, wie gesagt, gleich vorstellen werde. Und die werden jeweils ein bzw. zwei kurze Inputs geben zu verschiedenen Aspekten dieses Themas. Und danach haben wir dann noch Zeit, in die Diskussion überzugehen. Und wenn ihr euch ja, daran beteiligen wollt, könnt ihr einerseits gerne den Chat nutzen, um da eure Fragen und Kommentare reinzuschreiben. Und wenn wir genug Zeit haben, dann können wir auch gerne Wortbeiträge noch mit aufnehmen. Dafür können Sie die entweder diese Handhebefunktion nutzen, dann wissen wir, dass es eine Frage oder einen Kommentar gibt, beziehungsweise ein Sternchen in den Chat schreiben, weil bei manchen wird diese Handfunktion nicht angezeigt. Ja, heute ist der 22. April und dieser Tag ist tatsächlich in mehrfacher Hinsicht ein symbolischer Tag. Heute ist nämlich der Tag der Erde, der von der UN-Vollversammlung ausgerufen wurde und der besonders auch in Lateinamerika mit verschiedenen Aktivitäten begleitet wird und auf die Übernutzung der Erde aufmerksam machen möchte. Und andererseits ist heute auch das Abkommen von Escazú in Kraft getreten. Und ja, dieses Abkommen ist auch ein Versuch, ein völkerrechtlich verbindliches Instrument, also ein Umweltabkommen in Lateinamerika zu etablieren. Und das auch die Rechte von den ländlichen Gemeinden stärken soll und noch vieles mehr. Und ich glaube, Tobias wird dann auch, Tobias Lambert, in seinem Input auch noch mal ein bisschen genauer darauf eingehen. Ja, und andererseits ist auch heute das Lieferkettengesetz im Bundestag in die erste Lesung gegangen. Und dieses Lieferkettengesetz kann auch bestimmte Implikationen für den Rohstoffsektor haben, wo wir auch später noch mal genauer darauf eingehen können. Genau, ja, heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Extraktivismus in Lateinamerika und auch die Frage deutscher Verantwortung diesbezüglich. Und ja, am Bergbausektor in Lateinamerika kommt eigentlich ja keiner vorbei. Von Mexiko bis Chile wird gebaggert, gesprengt, kontaminiert und Mondlandschaften hinterlassen. Und das wird in Lateinamerika auch als Opferterritorien bezeichnet.
Und Lateinamerika gilt inzwischen auch als wichtigste Investitionsregion für Bergbauaktivitäten. Und dabei spielt es eigentlich kaum eine Rolle, welche Regierung an der Macht ist, ob sie eher als links- oder rechtskonservativ gelabelt ist. Alle setzen sie auf Bergbau und auch andere extraktivistische Projekte, um die Wirtschaft anzukurbeln. Und aktuell zeichnet sich auch eine Fortschreibung und auch mitunter eine Vertiefung des extraktivistischen Modells ab. Und das findet nach wie vor eigentlich ganz unabhängig von der ideologischen Ausrichtung der jeweiligen Regierung statt. Und ja, es gibt große wirtschaftliche Krisen auch in der Region. Und gleichzeitig haben diese Krisen nicht dazu geführt, dass auch an Alternativen zum Extraktivismus gebaut wird. Eigentlich ganz im Gegenteil. Und ja, Länder propagieren in der Region häufig die Ausweitung des Extraktivismus, um eben diese Krisen, die Wirtschaftskrisen, multiplen Krisen zu bewältigen. Und genau, natürlich hat sich durch die Corona-Krise diese multiplen Krisen, die Wirtschaftskrisen auch weiter verschärft in der Region. Und ja, uns haben auch Berichte darüber erreicht hier in Deutschland, dass der Bergbau im Gegensatz zu vielen anderen gesellschaftlichen Sektoren auch während der Corona-Krise nicht in Quarantäne war und teils durch Sonderregelungen von Lockdown auch ausgeschlossen war und weiter gefördert wurde. Und ja, all dieses gesamte Panorama bedeutet eigentlich für Umwelt und Betroffene, verheißt es nichts Gutes. Und ja, und was hat das denn auch mit Deutschland zu tun? Also weil Deutschland gerade ja große wirtschaftliche Interessen auch an Lateinamerika in Bezug auf die Rohstoffreserven hat. Und ja, es kommen sehr bedeutende, für die Automobilindustrie zum Beispiel, bedeutende Rohstoffe aus der Region. Und deshalb ist es eigentlich auch, wenn wir von Rohstoffabbau in Lateinamerika sprechen, müssen wir von hier aus immer die Frage deutscher Verantwortung aufwerfen, weil es durchaus viele wirtschaftliche Verflechtungen gerade im Rohstoffsektor gibt. Ja, das ist das ganz kurz zusammengefasst, das Panorama, mit dem wir uns heute in den nächsten anderthalb Stunden beschäftigen wollen. Und ja, und da möchte ich gleich als allererstes herzlich Tobias Lambert begrüßen. Und vielleicht können auch Emiliano Terran und Konstantin Bittner, nochmal ganz kurz schon mal ihre Kameras anmachen und vielleicht einmal kurz Hallo sagen, dass die Gäste euch schon mal gesehen haben und ich euch dann nach und nach noch mal ein bisschen genauer vorstellen werde. Aber ich fange dann mit Tobi, der nämlich den ersten Input heute macht, fange ich an. Ist der Autor unserer Studie, die wir heute auch noch ein bisschen, genau, an der wir diese Veranstaltung inhaltlich auch geplant haben. Und ja, Tobias ist Journalist und freier Autor und er wird uns jetzt einführend einen kurzen Überblick darüber geben, wie sich der Bergbausektor seit Beginn des, der 2000er Jahre entwickelt hat. Und damals kamen eben eine Reihe von linken, sogenannten linken und progressiven Regierungen an die Macht und die eben auch ein anderes Modell von Extraktivismus versprochen haben, was unter dem Stichwort Neo-Extraktivismus auch diskutiert wird. Und genau, Tobias wird uns einen kurzen Überblick darüber geben, ja, mit welchen Versprechungen auch die Regierungen angetreten sind, was sie bewirkt haben und vielleicht auch ein bisschen darauf eingehen wird, woran sie gescheitert sind und vielleicht auch noch ein paar Sätze dazu sagen wird, was sozusagen aus der Phase mitgenommen werden kann, Lessons learned, was ist davon geblieben. Und dann gebe ich jetzt gleich Tobi das Wort. Ja, vielen Dank, Steffi, für die nette Anmoderation und vielen Dank auch für die Einladung beziehungsweise die Organisierung dieser Veranstaltung heute Abend. Ich will, wie gerade anmoderiert, einen kurzen Überblick geben, der ein bisschen einführt in das Thema, nochmal die Frage rekapituliert, was ist das eigentlich, dieser neue Extraktivismus, was ist da passiert unter den linken Regierungen in
Lateinamerika. Ich werde mich da ein bisschen auf die Länder beispielhaft stützen, die auch in der Publikation, die linksregierten Länder, die in der Publikation vorkommen, also Venezuela, Bolivien, Ecuador. Prinzipiell viele der Sachen gelten aber übergreifend für die meisten Länder zwischen Mexiko und Argentinien, Chile, in denen der Rohstoffsektor in der einen oder anderen Form eben eine wichtige Rolle spielt. Bekanntlich basieren die Wirtschaftsstrukturen Lateinamerikas und anderer Regionen des globalen Südens ja bereits seit der Kolonialzeit, seit der Kolonisierung durch europäische Mächte auf der Ausbeutung von Ressourcen. Der Begriff Neo-Extraktivismus ist allerdings, ja, hat erst seit gut 10 Jahren Konjunktur. Mit Extraktivismus gemeint ist vor allem die Ausbeutung fossiler, mineralischer und mitunter auch agrarischer Rohstoffe für den Export in den globalen Norden und vor allem auch nach China heutzutage. Das Neue an diesem Extraktivismus war nun seit Anfang der 2000er Jahre in vielen Ländern eine größere staatliche Kontrolle über den Sektor Bergbau, Erdöl und über die Einnahmen in Abgrenzung zur neoliberalen Bergbauphase, die 2, 3 Jahrzehnte davor vorherrschend war, in denen der Extraktivismus weitgehend dereguliert stattfand. Ab etwa 2003 zogen die Rohstoffpreise weltweit an und in genau dieser Phase kamen in den meisten Ländern des Kontinents linke bzw. Mitte-Links-Regierungen an die Macht. Den Anfang machte 1999 Hugo Chavez in Venezuela, der sein Präsidentenamt übrigens bei einem Erdölpreis von um die 10 US-Dollar pro Barrel antrat. Andere linke Regierungen folgten in den kommenden Jahren wie in Ländern wie Brasilien, Argentinien, Bolivien oder Ecuador. Insgesamt beflügelte in dieser Phase schon die Aussicht auf höhere Einnahmen die territoriale Ausweitung des Bergbaus und auch der Erdölproduktion, beziehungsweise wurden sehr viele Projekte geplant. Die Linken oder auch progressiven Regierungen konnten nun die staatlichen Einnahmen steigern und investierten diese in Sozial-, Bildungs-, Gesundheitsprogramme etc. Das ist sozusagen die zweite Neuerung an dem oder das Neue am Extraktivismus. Für viele Menschen in Lateinamerika bedeutete das eine deutliche Verbesserung ihrer Lebensbedingungen zwischen ungefähr 2003 und 2014. Die Armut ging zurück, öffentliche Dienstleistungen wurden ausgebaut. Zudem bemühten sich die linken Regierungen anfangs stark um eine Vertiefung der Demokratie, der Partizipation der Bevölkerung und wurden dabei von sozialen Bewegungen und vor allem in Venezuela, Bolivien und Ecuador auch stark von den ärmeren Bevölkerungsschichten unterstützt. Strukturelle Veränderungen der Wirtschaft fanden jedoch in diesem Zeitraum kaum statt. Die hohen Rohstoffpreise sorgten gewissermaßen für die Illusion, dass die Situation der Armen dauerhaft verbessert werden könnte, ohne aber den Reichen oder ohne die Privilegien der Reichen anzutasten. Dem war allerdings nicht so. Seit 2014, 2015 befindet sich praktisch die gesamte Region in einer großen Krise. Die Armut hat in vielen Ländern deutlich zugenommen. Diese Fokussierung der linken Regierungen auf Rohstoffe hat vor allem in anfangs akademischen Kreisen sowie indigenen und Umweltbewegungen deutliche Kritik hervorgerufen. Innerhalb der linken Lateinamerikas, aber übrigens auch hierzulande, führte der Neo-Extraktivismus zu einer teilweise sehr polemischen Debatte. Dahinter steht gewissermaßen der Grundkonflikt zwischen der unmittelbar notwendigen Bekämpfung der Armut auf der einen Seite und der Notwendigkeit, Strategien zu entwickeln, die mittelfristig die Abhängigkeit von Rohstoffen verringern, auf der anderen Seite.
Eigentlich müsste man beide Perspektiven miteinander verbinden. In der Debatte ist es aber nicht oder nur sehr selten passiert. Viele Unterstützerinnen der Linksregierungen werfen den linken KritikerInnen bis heute vor, den Extraktivismus zu pauschal zu verurteilen, antimodern und fortschrittsfeindlich zu agieren und damit letztlich der politischen Rechten in die Hände zu spielen. In der Folge reagierten verschiedene progressive Regierungen auf Umweltproteste auch durch Stigmatisierung der Protestierenden und manchmal direkte Kriminalisierung von AktivistInnen. Man kann dies allerdings auch komplett umgekehrt sehen, nämlich dass derartige Argumentationen seitens der linken Regierungen ihrerseits mittelfristig der Rechten in die Hände spielen, weil sie letztlich offene Debatten innerhalb der Linken unterbinden, die häufig aber dringend notwendig wären, um auch bestimmte, ja, auf bestimmte Missstände zu reagieren, Fehler zu korrigieren. Dabei steht natürlich außer Frage, dass Regierungswechsel hin zu rechten oder neoliberalen Regierungen in keinster Weise eine Verbesserung der Situation erwarten lassen, weder im Hinblick auf Extraktivismus noch auf die soziale Situation der Menschen, die Demokratie oder die Menschenrechte im Allgemeinen. Um das festzustellen, genügt ein Blick nach Kolumbien beispielsweise, wo es noch nie eine progressive Regierung gab, oder auch nach Brasilien, aktuell unter Jair Bolsonaro. Wenn wir nun hier in Europa diese Fokussierung auf Rohstoffe kritisieren, sollte aber immer auch klar sein, dass die Länder des Südens, Lateinamerikas in diesem Fall, sich ihre Rolle als Rohstofflieferanten für den globalen Norden nicht ausgesucht haben, sondern dass das eine klare Folge des Kolonialismus ist und ein Land wie Deutschland enorm, wirtschaftlich enorm vom Kolonialismus profitiert hat und noch heute von den kolonialen Kontinuitäten des Wirtschafts- und Handelssystems profitiert. Daher muss eine Kritik an Entwicklung in Lateinamerika, wenn man sie hier äußert, immer auch vor der eigenen Haustür gucken, was da los ist, wo man da ansetzen kann. Und das wird nachher Konstantin Bittner noch etwas näher erläutern. AktivistInnen und von Rohstoffprojekten betroffene Bevölkerungsgruppen in Lateinamerika haben aber eben sehr gute Gründe, sich gegen Extraktivismus zur Wehr zu setzen oder dagegen zu protestieren. Die territoriale Ausweitung extraktiver Industrien hat in den meisten Ländern, unabhängig von der ideologischen Ausrichtung der Regierungen, zu einer starken Zunahme von Konflikten, sozialen und ökologischen Konflikten geführt. Die Menschen in den Anbauregionen leiden beispielsweise unter der Abholzung von Wäldern, der Verwendung giftiger Pestizide in der Landwirtschaft und Chemikalien im Abbau und der Förderung von Metallen, sowie auch direkter Gewaltanwendung. Laut der internationalen Nichtregierungsorganisation Global Witness wurden im Jahr 2019 beispielsweise weltweit über 200 Umwelt- und LandverteidigerInnen getötet, davon etwa zwei Drittel in Lateinamerika. Am stärksten betroffen war, wie auch in den Jahren davor schon, Kolumbien mit 64 Morden, gefolgt von Brasilien mit 24. Zudem erschweren Drohungen und Kriminalisierung die Arbeit von UmweltaktivistInnen, die dann sehr viel Ressourcen in ihre, ja, in ihren eigenen Schutz investieren müssen, anstatt sich gegen Umweltverbrechen, Umweltverschmutzung zur Wehr setzen zu können. Hinzu kommt, dass auch, das gilt insbesondere auch für linke Regierungen, dass die gesetzlich vorgeschriebene demokratische Mitbestimmung bei Großprojekten, wie sie etwa in der ILO-Konvention 169 oder auch in nationalen Gesetzen oder Verfassungen festgeschrieben sind, dass die missachtet oder eingeschränkt wird. Und auch wirtschaftlich sorgt die einseitige Fokussierung auf Rohstoffe für Probleme, die nur sehr schwer zu überwinden sind und oft unter Begriffen wie Rohstofffluch oder holländische Krankheit zusammengefasst werden.
abgesehen davon, dass Rohstoffe endlich sind, bleibt eine enorme Abhängigkeit von äußeren Faktoren wie Weltmarktpreisen und ungerechten Handelsstrukturen auch in Boomzeiten bestehen. Extraktionswirtschaft führt oft zur Herausbildung von Enklaven, wirtschaftlichen Enklaven, die kaum Impulse für die übrige Ökonomie setzen und auch kaum Arbeitsplätze beispielsweise schaffen. Durch hohe Rohstoffeinnahmen gerät die heimische Währung unter Aufwertungsdruck, wodurch Exporte teurer und Importe billiger werden. Dies wiederum erschwert eine nötige Diversifizierung der Wirtschaft, um von dieser häufig einseitigen Rohstoffabhängigkeit wegzukommen. Das zeigt sich sehr deutlich am Beispiel Venezuelas, das aufgrund der starken Fokussierung auf Erdöl als fast einzige Devisenquelle ein Extrembeispiel in dem Zusammenhang darstellt. An dem Ziel, die venezolanische Wirtschaft zu diversifizieren, das Erdöl zu säen, wie es in Venezuela oft heißt, sind in den vergangenen Jahrzehnten verschiedenste Regierungen unterschiedlicher ideologischer Couleur gescheitert. Und auch die Sozialpolitik unter der Chavez-Regierung ab 1999 bestand trotz ehrgeiziger Organisierungsprozesse an der Basis und auch zwischenzeitlichen Förderung alternativer Wirtschaftsstrukturen weniger in strukturellen Veränderungen als in der Verteilung der Erdölrente. Der aktuelle wirtschaftliche Niedergang Venezuelas ist somit auch nicht einseitig, wie es häufig in den Medien geschieht, durch eine einfach nur schlechte Wirtschaftspolitik von Chavez und Maduro oder den US-Sanktionen zu erklären, sondern hat vor allem strukturelle Ursachen, die eben sehr viel mit dem Erdöl, mit der Abhängigkeit von einem einzigen Rohstoff zu tun haben. Zu den Versuchen der Regierung Maduro, künftig auch den Bergbausektor mehr auszubauen oder da mehr Einnahmen zu generieren, wird Emiliano Terran gleich noch näher berichten. Es ist aber andererseits auch so, dass ökologische und alternative Ansätze in Lateinamerika es zwischenzeitlich bis auf Regierungsebene geschafft haben. In Bolivien und Ecuador war die Anfangszeit der Regierung von Evo Morales und Rafael Correa ab 2005 beziehungsweise 2008 nicht nur durch eine antineoliberale, sondern auch indigen beeinflusste ökologische Diskurse geprägt, die das vorherrschende Entwicklungsmodell grundlegend in Frage stellten. Das schlug sich nach den Regierungswechseln auch in der Ausarbeitung neuer Verfassungen nieder, die in beiden Ländern zahlreiche Elemente enthielten oder immer noch enthalten, die über den Extraktivismus hinaus weisen. Aus beiden Ländern kamen auch ganz konkrete politische Ansätze in der Praxis. Dazu zählte etwa das relativ bekannte Vorhaben Ecuadors, das Öl in einem Teil des Yasuni-Nationalparks unter der Erde zu lassen, im Boden zu lassen, sofern von internationaler Seite dafür Kompensationen bereitgestellt werden. Mittlerweile ist es oder vor einigen Jahren schon gescheitert, dieses Projekt. In der politischen Praxis zeigten sich aber in beiden Ländern auch bald schon deutliche Widersprüche und setzten sich letztlich setzte sich politisch eine Vertiefung des Extraktivismus durch, auch wenn der an der einen oder anderen Stelle, und das gilt selbst für Venezuela, immer mit noch ökosozialistischen Diskursen garniert ist. Aber es gibt in Lateinamerika viele Initiativen, gut vernetzte Initiativen an der Basis, häufig in Regionen, die eben vom Rohstoffabbau betroffen sind, die Widerstand leisten und die im Kleinen und Großen nach auch konkreten Alternativen suchen. Und um jetzt nicht zu lange mit dieser Einführung noch zu verbringen, sei noch kurz auf, um auch was Positives am Ende zu sagen, auf das Escazú-Abkommen, das Steffi in der Anmoderation gerade schon erwähnt hat, hingewiesen, das nämlich heute in Kraft tritt. Und das das erste Abkommen ist, das rechtlich verbindlich
sich mit der Rolle von Umweltverteidigerinnen im menschenrechtlichen Sinne beschäftigt und das als ein Instrument dienen kann, in Zukunft aktiv auch Umweltrechte einzufordern, als ein weiteres Instrument. Dieses Abkommen ist bisher von 12 Staaten der Region ratifiziert worden und deswegen kann es nach seinen Regeln heute in Kraft treten. Allerdings bleiben bisher auch wichtige Länder mit vielen Rohstoffkonflikten außen vor, darunter Venezuela beispielsweise, aber auch Chile und Brasilien, die es zumindest unterzeichnet, aber nicht ratifiziert haben. Diese Umweltrechte durchzusetzen wird auch zukünftig dringend nötig sein, denn derzeit zeichnet sich ab, dass Regierungen und Unternehmen auch jetzt in der Pandemie und während dieser Wirtschaftskrise die Situation dazu nutzen, den Extraktivismus weiter auszuweiten oder es zumindest zu versuchen, zu fordern, dass neue Projekte beschlossen werden. Und von diesen aktuellen Tendenzen wird nun zunächst Emiliano etwas mehr erzählen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Tobias, auch von meiner Seite für diesen interessanten Überblick auch über die letzten Jahre. Und du hast ja schon den Bogen geschlagen zur Aktualität. Und da würde ich jetzt sehr gerne Emiliano Terán auch begrüßen, der uns heute aus Venezuela zugeschaltet ist. Wir freuen uns sehr, dass das geklappt hat. Emiliano Terán ist bei der Beobachtungsstelle für politische Ökologie in Venezuela aktiv und Doktorand an der Autonomen Universität in Barcelona. Und ja, verfolgt aktivistisch und auch akademisch die Entwicklungen im extraktivistischen Bereich in Venezuela, aber auch in der gesamten Region sehr genau. Und ja, also Tobias hat ja auch schon praktisch die einführenden Worte dazu genannt. Also die Region ist in einer großen Wirtschaftskrise noch vertieft durch die Corona-Krise. Und ja, was sind jetzt gerade die aktuellen Tendenzen im extraktivistischen Bereich, im Bergbausektor? Und ja, welche Folgen hat das vielleicht auch absehbar für die gesamte Region und vielleicht auch für die Betroffenen? Dann herzlich willkommen, Emiliano, und leg los. Ich hoffe, das klappt jetzt technisch. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y bueno, celebrando este espacio de encuentro entre América Latina y Europa. Nos parece muy útil para reflexionar en lo que está pasando ahora, ¿no? Ya con la introducción que ha ofrecido Tobías, yo voy a compartir la pantalla con una presentación básicamente con algunas imágenes, ¿no? Porque son una presentación corta. Y bueno, quisiera abrir evidentemente diciendo que lo último que se comentaba, ¿no? En la crisis particular en la que se encuentra América Latina, es una crisis que es previa a la coronacrisis, a la crisis que genera el coronavirus. Pudiésemos decir que se articuló con el agotamiento del llamado ciclo progresista en América Latina, con el derrumbe del precio de las materias primas como un elemento fundamental. Estamos hablando de mediados de la década pasada, con algo que también nos ha preocupado, que ha supuesto el avance de sectores de derechas diferentes, diversos, ¿no? Tradicionales, como unas nuevas derechas, varias de ellas con una línea extremista, pero también y simultáneamente el aumento de protestas populares, protestas sociales, tanto de mayor escala, ¿no? Pudimos pensar en las protestas de 2019, como las territoriales, ¿no? Las que son de pequeña escala, que se están dando en los territorios, ¿no? Yo quisiera, directamente con esta crisis que estamos viviendo actualmente en América Latina,
plantear algunas ideas. Una es esta que se comenta acá, ¿no? El extractivismo, a pesar de la pandemia, no está en cuarentena. Y no solo que no está en cuarentena, sino que se están desarrollando intentos de posicionamiento estratégico y de relato de proyectos extractivistas. Eso se está dando de manera general en toda la región. Hay formas diferenciadas en que esto ocurre. Esto también está ocurriendo con altibajos, es decir, el propio extractivismo también tiene altibajos, ¿no? No se crea que es una oleada, digamos, uniforme, sino que tiene altos y bajos, determinado por, digamos, brotes de la pandemia en territorios determinados, por bajas expectativas económicas, etcétera, ¿no? Pero a pesar de esta inestabilidad, no solo entonces continúa, sino que lo que estamos viendo es que hay intentos desde las corporaciones y los estados, y yo insisto en lo que ya se comentó anteriormente, independientemente de si el gobierno ha sido un gobierno de derechas o un gobierno entendido de izquierdas, esto se ha replicado con varias lógicas de, como les decía, de reposicionamiento del extractivismo. ¿De qué depende este reposicionamiento? Ejemplo de las dinámicas internacionales de los commodities. Por dar un ejemplo, como ustedes muy bien lo saben, desde el año pasado el precio del petróleo se derrumbó y puso en entredicho, puso en problemas a los emprendimientos petroleros, pero el precio del oro creció considerablemente y, por dar otro ejemplo, le puso una enorme presión a la Amazonía, donde hay varios emprendimientos de minería de oro, tanto formales como informales, como ilegales, ¿sí? También depende de las políticas de los gobiernos y cómo la gente ha podido frenar o no este tipo de avanzada. Bueno, disculpen que hacía referencia, aquí pueden ver algunas de las políticas que se han aprobado durante la pandemia, ¿no? Es decir, sea anuncio de grandes proyectos como en el caso chileno, evidentemente quedan van quedando como proyectos pero sin poder realizarse, igual que en el caso del fracking en Colombia, la minería en la Amazonía venezolana o la ley de Palma. Hay muchos más ejemplos. Ahora, para ser más preciso, la gran mayoría de los gobiernos latinoamericanos decretaron o anunciaron a los emprendimientos extractivistas como actividades preferentes, actividades esenciales. Significa que aunque la restricción se generó para la población, restricciones para otros sectores, al extractivismo se le ha dado generalmente más bien permisos y concesiones, pero eso se mezcla con un contexto de mayor impunidad. Mayor impunidad en la medida en la cual precisamente la emergencia sanitaria ha impulsado estados de excepción, estados de emergencia, pero también la misma medida en la cual las instituciones de los estados han tenido, obviamente, en algunos casos, a quedar paralizadas. Y en los territorios, específicamente en los territorios, queda una especie de gran vacío del Estado de Derecho y de mayor impunidad, ¿no? Ese es el contexto en el cual se le ha dado un trato preferente al extractivismo. Aquí el ejemplo de esta imagen es un ejemplo interesante porque es en Brasil exactamente la manera en la cual las plantas de carne, llamados los frigoríficos, tuvieron, sobre todo en los inicios de la pandemia, grandes concesiones para seguir operando y se convirtieron en enormes focos de contagio, todo para beneficiar evidentemente a la industria de la carne, que en el Brasil es muy importante. En el caso de la minería, inclusive se vieron aumentos en las cuotas de extracción, como fue en el caso de Chile. La misma Cámara Minera se jactó o presumió de este aumento, en el caso del Brasil, con el oro también, y la minería ilegal en la Amazonía, ¿no? En el caso del agronegocio, por ejemplo,
nuevos acaparamientos de tierra se fueron dando o se han venido dando en el caso de Colombia, vinculado a la ganadería y a la agroindustria. Del mismo modo en el caso del Perú, relacionado a la palma, por ejemplo, o inclusive la producción de carne en el Brasil subió, igual que en el caso de la soja, ¿no? En el caso de la soja, que también tiene un impacto importante en Argentina y Brasil. Quizás es el petróleo, es la industria petrolera, el sector del extractivo que ha sufrido más estos vaivenes de la crisis, ¿no? Es quizás la actividad a la que habría que ponerle el ojo, sobre la cual ha sufrido más. Los impactos han sido tremendos, tanto en relación a los derechos humanos, ahí veíamos el caso de los frigoríficos en el Brasil, pero también tenemos protestas de mineros en Chile, protestas de petroleros en el Perú, de diverso tipo, por ser en cierta forma forzados a trabajar en este tipo de contextos, generando, como les decía, más contagios, pero también ambientales. Ahí pueden ver un ejemplo de un estudio de la WWF que muestra cómo en el año 2020 la deforestación, en el caso sudamericano, en varios países de Sudamérica, aumentó dramáticamente, vinculado, como les decía, al agronegocio, a la minería o inclusive a la propia extracción de madera y al contexto de impunidad en que el extractivismo se está desarrollando, ¿no? En este caso. Pero también podemos ver que está vinculado a, por ejemplo, al aumento de las quemas en la Amazonía. Hemos visto los incendios en la Amazonía tienen relación también con este particular contexto de pandemia y de impunidad. Y derrames como el que ocurrió en el Ecuador, en la Amazonía ecuatoriana, en los ríos Napo y Coca, que precisamente por este contexto generaron unos impactos muy serios relacionados, por cierto, a inseguridad alimentaria vinculado al derrame de petróleo en un contexto en el cual la propia abastecimiento de alimentos en América Latina se pone en crisis y en entredicho. Ahora, yo quisiera ir cerrando esta intervención para señalar dos alertas, ¿no? Sobre estas tendencias del extractivismo en la región. La primera tiene que ver, aquí les coloco un ejemplo de una reunión que se coló el video, ¿no? De Bolsonaro con varios de sus ministros, en el cual quienes ven en la pantalla, el ministro de Ambiente, Ricardo Salles, le proponía directamente a Bolsonaro aprovechar la pandemia para desregular todas las leyes y las formas de protección ambiental, ¿no? Lo que quiero decir es que no solo es un ejemplo de lo que ocurre en el Brasil, sino es un mecanismo que de una u otra forma se repiten en los países de América Latina. Aprovechar, esta es una de las alertas, aprovechar precisamente la corona crisis para profundizar algo que pudiésemos llamar una neoliberalización del extractivismo. Es decir, una desregulación, una financiarización o formas de privatización en relación al extractivismo, aprovechando la emergencia de la pandemia, lo cual es bastante perverso, ¿no? Pudiésemos decirlo de esta manera. Lo estamos viendo, por ejemplo, con intentos de otorgamiento de licencias express, licencias ambientales, ¿no? Que permiten a las empresas la explotación con el permiso ambiental, por ejemplo, en el caso colombiano, o inclusive, como el caso de la provincia de Chubut en Argentina, mecanismos de endeudamiento vinculados a los nuevos proyectos mineros que quieren seguir imponiendo en una provincia como Chubut, donde se ha desarrollado por mucho tiempo una resistencia minera. Lo importante como discurso es que el extractivismo, en boca de ministros, presidentes y otros funcionarios de los gobiernos, aparece como un salvador de la crisis, como el elemento que va a sacar a América Latina de la crisis, lo cual hay que ponerlo en entredicho, ¿no? Lo cual hay que problematizar. Y por último, la segunda alerta tiene que ver con la imposición de proyectos, es decir, la manera en la cual aprovechan la pandemia, como les decía,
para imponer proyectos en los territorios. Aquí pueden ver un ejemplo de algo que está pasando en este momento, que les estoy hablando, en Catamarca, exactamente en la comunidad de Andalgalá, en la cual también tiene años resistiendo contra la minería y la manera en la cual las comunidades se han movilizado precisamente denunciando los intentos en estos momentos de imponer la minería, y la respuesta ha sido, en esta lógica de imposición de proyectos, ha sido militarización, represión y arrestos. Eso es algo que está pasando en este momento en Argentina, en Catamarca, pero que es una, le diría nuevamente, es una especie de patrón que se repite, pero en la cual estamos viendo un retrato de dos cosas, ¿no? Por un lado, esta lógica de estado de emergencia e imposición, y por el otro lado, la fuerza de las movilizaciones sociales que están intentando detener, parar, lo mismo ha pasado en Chubut, lo mismo ha pasado en Putaendo, en Chile, han pasado en varias partes de América Latina, en la cual se están plantando comunidades, organizaciones, contra el extractivismo en este contexto. Entonces, lo que tenemos es básicamente un escenario muy complejo, pero en las cuales las luchas que caracterizan a América Latina se mantienen, ¿no? Entonces, bueno, yo de momento lo dejo hasta acá para compartir, ¿no? De una manera, como lo pueden ver, de una manera general, un panorama muy general, este contexto de luchas, ¿sí? Ja, vielen Dank, Emiliano, für diesen aktuellen Einblick. Ja, vielen Dank. Für diesen aktuellen Einblick auch, was jetzt besonders auch seit die Corona-Pandemie die Welt fest im Griff hat, auch im extraktivistischen Sektor eben sich auch entwickelt hat und wie das eben auch genutzt wird von Regierungsverantwortlichen und um diese Projekte weiter voranzutreiben. Ja, und wir wollen sehr gerne die Gelegenheit nutzen, dass du, Emiliano, heute hier mit uns diese Veranstaltung machst, weil wir gerne mit dir noch über ein ganz besonderes Projekt sprechen wollten, das in Venezuela geplant ist. Das bezieht sich auf den Minenbogen des Orinoco. Und dort dieses Gebiet, das ungefähr einem Drittel der Fläche Deutschlands entspricht, also um sich die Dimensionen vorzustellen, um die es sich handelt, wurde 2016 von Nicolas Maduro per Dekret als Bergbaugebiet ausgewiesen. Und da sollen in großem Stil internationale Bergbaufirmen auch hinkommen, um dort zu investieren. Es ist tatsächlich wenig bekannt darüber. Also hier in Deutschland hört man sehr wenig darüber. Und deswegen würden wir sehr gerne von dir wissen, Emiliano, ja, was darüber bekannt ist und wie auch der Planungsstand ist und ja, wie sich vielleicht auch die lokale Bevölkerung dort engagiert und wie sie betroffen ist. Und weil, wie das Tobias auch erwähnt hat, eben ein Vorschlag auch der venezolanischen Regierung ist, um einen Ausweg aus dieser Erdölabhängigkeit zu finden, in anderen Extraktivismus sozusagen sich weiterhin auf den Extraktivismus zu setzen. Genau, und da freuen wir uns, wenn du uns jetzt noch mal kurz aktualisieren kannst, was da gerade der Stand der Dinge ist. Voy a compartir pantalla de nuevo. Sí. Nuevamente, de forma muy general, por el poco tiempo que dispongo, ¿no? Voy a ofrecer algunos insumos exactamente de lo que sería el proyecto minero más grande de la historia republicana de Venezuela, en un contexto donde además se vive la peor crisis de la historia republicana de Venezuela.
apenas puedo mencionar quizás una especie de antecedente, me parece importante para entender algunas de las cosas que hacen, generan la aparición del proyecto del Arco Minero del Orinoco. Venezuela está viviendo, además de una gran conflictividad política, está también viviendo un agotamiento histórico del modelo petrolero venezolano. Si pueden ver en el mapa, el modelo petrolero venezolano se desarrolló en los últimos 100 años, fundamentalmente, al norte del río Orinoco, donde están las principales, básicamente las principales fuentes de petróleo del país. Dejando para el proyecto republicano históricamente la Amazonía, que pudiésemos ubicarla como toda la gran biorregión que está al sur del Orinoco, como una especie de área de reserva, ¿no? Donde hubo ciertamente algunos emprendimientos del hierro, grandes hidroeléctricas y de la bauxita, también de oro en sus momentos, pero ahora se ha planteado, digamos que nuevo de este agotamiento, que geográficamente lo podemos entender como un agotamiento también espacial, una especie de salto a las nuevas fronteras de la extracción que ponen a la Amazonía en peligro ante un proyecto que tiene unas dimensiones unas poligonales, ¿no? De 112.000 kilómetros cuadrados, es más o menos el tamaño completo de Cuba, de todo el país. La propuesta surgió en el año 2011, fue anunciada por el gobierno de Chávez en el año 2011 como una propuesta para convertir a Venezuela en una potencia energética. Se incluía la explotación de petróleo y la explotación minera. Y es una franja enorme que está al norte de la Amazonía, en la cual hay enormes cantidades de concentración de oro, de cobre, bauxita, diamantes, coltán, entre otras. Las principales reservas son las de oro, ¿no? Las que están ubicadas en el oriente de esta mega área. Y esto fue oficializado por decreto en el año 2016 en el gobierno de Maduro. Evidentemente, en su momento había sido ofrecido como un proyecto para empresas formalmente establecidas, como emprendimientos formales, pero la dinámica de crisis venezolana, el auge de la corrupción y el colapso del Estado, además de las sanciones internacionales, han contribuido a que el desarrollo minero de la zona amazónica, sea fundamentalmente de minería ilegal. Aquí pueden ver un ejemplo de los dos puntos georreferenciados. Se encuentran las dos principales minas de Venezuela, de oro, ¿no? Las dos grandes principales. Pero en la satelital pueden ver el enorme impacto de devastación desordenado y caótico que se ha generado en la zona, fundamentalmente, como les decía, por la proliferación de minería ilegal que ha tenido un crecimiento tan grande, tan considerable, que además se convierte en la forma fundamental de gobernanza en los territorios. Eso supone, evidentemente, la articulación con formas de corrupción estatal y militar, y que lamentablemente no solo nos remite a una área o a un área particular, esta es el área donde hay mayor concentración de oro, como ustedes lo vieron en el mapa anterior, sino que lamentablemente está siendo el reflejo de una especie de extractivismo de índole predatorio, caotizado, ¿no? Que abarca, como lo pueden ver acá, en este mapa de puntos mineros, abarca el conjunto de la Amazonía, ¿no? Es decir, abarca, por dar un ejemplo, en esta línea que pueden ver más al sur, la frontera con Brasil, la frontera con Brasil donde está Icabarú, por dar un ejemplo, la cuenca del Caroní, pero llega hasta Amazonas, hasta el Ventuari, llega al Alto Orinoco, y llega al municipio sedeño que está al extremo occidental del estado Bolívar, por mencionar algunos puntos, en los cuales también se podría mencionar el Caura, ¿no? Que había sido una zona de bosque prácticamente intocado por mucho tiempo, y que por estas dinámicas
predatorias que mezclan entonces los intentos de saltar el extractivismo nacional de un extractivismo petrolero a un extractivismo minero diversificado, porque el petróleo no desaparece, aunque la extracción de petróleo ha bajado muchísimo, mezclado con dinámicas de apropiación ilegal del recurso, que por supuesto refleja a actores armados de muy diverso tipo, ¿no? Incluso actores armados de otros países, como en el caso brasileño, como en el caso de Colombia, evidentemente vinculados al conflicto armado que hay en Colombia, ¿no? Por mencionar ejemplos. Entonces, en el caso específicamente, nuestro caso específicamente, por el tipo de minería que se hace y por su carácter fundamentalmente violatorio de leyes, estamos ante un extractivismo fundamentalmente ilícito, ilegal en este caso. Digamos que esto hay que verlo, digamos, en un contexto, como quizás les hemos mencionado, un contexto de múltiples escalas que conecta los conflictos territoriales que son diversos. En la Amazonía, tómense en cuenta que son más de 400.000 kilómetros cuadrados en su conjunto, del conjunto de la biorregión, con territorialidades y comunidades muy diferentes, pero en las cuales también está incluido el conflicto de escala nacional, ¿sí? Y actores del conflicto internacional. Por mencionar un ejemplo, aquí lo pueden ver, no solo el interés claro del gobierno de Maduro en el oro, sino, por ejemplo, la forma en la cual las sanciones de Trump sancionaron directamente al oro venezolano, la manera en la cual también la antigua Asamblea Nacional controlada por la oposición tenía una agenda de disputa sobre el arco minero frontal, o la manera en la cual la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, a través de informes de Michelle Bachelet, evidenciaban la violación tremenda de derechos humanos que se estaba dando en la región del arco minero, junto a protestas populares, protestas territoriales de muy diverso tipo, porque no son solo, digamos, ambientales, sino también de control territorial y de diverso tipo, ¿no? Entonces, cerraría diciendo que en realidad esto es un reflejo del propio carácter multiescalar del conflicto venezolano, que no solo tiene que ver con partidos y políticas, sino también con territorio. Es una expresión del rasgo de la economía venezolana, una economía fragmentada y muy determinada por economías ilícitas e informales, pero que también refleja una disputa amazónica, por dar un ejemplo, una dinámica que está afectando a la Amazonía en su conjunto, que ya no solo tiene que ver con programas de los gobiernos, que los tiene, pero no solo con eso, sino con diversos tipos de extractivismos ilícitos, que están teniendo un impacto tremendo en la Amazonía. Entonces lo dejo hasta acá también para dar paso a comentarios y preguntas. Ja, herzlichen Dank, Emiliano. In Anbetracht der Zeit, die jetzt schon recht fortgeschritten ist, werde ich jetzt gleich als dritten Gast Konstantin Bittner hier begrüßen und damit auch den Sprung nach Deutschland wagen. Und zwar, genau, herzlich willkommen. Und Konstantin Bittner ist dankenswerterweise eingesprungen für Hanna Pilgrim, die leider erkrankt ist, die Koordinatorin vom AK Rohstoffe. Allerdings kann auch Konstantin Bittner sehr viel genau zu dem Thema sagen. Deswegen freuen wir uns sehr, dass du heute Zeit hattest, bei unserer Veranstaltung dabei zu sein. Ganz kurz zu dir. Also Konstantin arbeitet beim katholischen Hilfswerk Miserior zum Thema Auswirkungen des Bergbaus in Lateinamerika und Alternativen in den Bergbauregionen. Außerdem arbeitet er zu Verbindungen zwischen Rohstoffabbau in Lateinamerika einerseits und Rohstoffverbrauch in Deutschland andererseits. Und ja, wir wollten gerne sozusagen den Bogen dann auch schlagen und nochmal auch die deutsche Verantwortung fokussieren. Und deswegen würde ich dich bitten, dass du sozusagen aus Perspektive der deutschen Zivilgesellschaft so einen kurzen Überblick auch zum Ausmaß der Abhängigkeit Deutschlands
von Rohstoffen, speziell auch aus Lateinamerika zu geben. Und ja, auch vielleicht ganz kurz zu skizzieren, ja, welche Forderungen sich da auch ableiten lassen, also mit Blick auf, wie könnte eine Rohstoffwende gelingen oder was kann auch ein Lieferkettengesetz gegebenenfalls leisten, um die Situation ja, in den Bergbauländern auch ja, zu verbessern. Ja, dann vielen Dank, Konstantin, für deine Zeit und das ist deine Bühne. Entschuldigung, Konstantin, du bist irgendwie nicht zu hören. Bin ich jetzt zu hören? Ja, super. Super. Ich hatte mich jetzt auch gerade erstmal nur bedankt und ein Hallo in die Runde gesagt. Vielen Dank an FDCL und PowerShift für die Veranstaltung oder die Ausrichtung dieser Veranstaltung. Und auch nochmal vielen Dank an meine Vorredner mit den spannenden Präsentationen und einen lieben Gruß an Hanna Pilgrim. Es ist schade, dass sie nicht dabei sein kann. Ich werde versuchen, wie Steffi das gesagt hat, den Blick jetzt mehr auf die Rolle Deutschlands und die Frage der Verantwortung ja, zu ziehen und hier kurz vorzustellen, wie die Verflechtungen zwischen Deutschland und Lateinamerika sind. Ich gucke mal, wie ich hier weiterklicken kann. Genau. Dazu erstmal zum Rohstoffverbrauch. Deutschland ist weltweit unter den fünf größten Rohstoffverbrauchern. Und nicht ganz unerwartet sagt auch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, also das BMW, dass Rohstoffe für Deutschland unverzichtbar sind. Als Grundaussage kann man das auch nicht ganz von der Hand weisen. Allerdings. Entschuldigung, ganz kurz nochmal die Intervention. Dein Bildschirm ist irgendwie schwarz. Ansonsten machen wir Plan B und Ute teilt deine Präsentation. Gern, wenn das nicht geht, dann ja. Ah, jetzt. Genau, jetzt wird es auf jeden Fall angezeigt. Jetzt ist er da. Dann lasse ich ihn einfach mal so. Nee, so kann ich hier aber nicht weiterklicken. Ach so, doch, das ist ja jetzt der Bildschirm von Ute, jetzt ist angezeigt. Dann bitte genau auf diese Folie. Genau, also das BMW stellt ja nicht ganz unerwartbar heraus, dass Rohstoffe unverzichtbar sind für Deutschland. Und es fehlen ja aber einfach ein paar grundlegende Fragen, die da zusätzlich gestellt werden müssen. Und zwar, wie viele Rohstoffe brauchen wir denn eigentlich? Wie viele oder welcher Anteil davon sollte aus Primärrohstoffen bestehen und welcher Anteil dann eben auch aus wiederverwerteten Rohstoffen? Welche Auswirkungen nehmen wir bei der Gewinnung von diesen Rohstoffen in Kauf? Welche Verantwortung haben wir für menschenrechtliche und umweltbezogene Auswirkungen in den Abbaugebieten? Und welches Mitspracherecht haben beispielsweise auch die Menschen in den Abbaugebieten? Um das einfach mal einzuordnen, wie der Rohstoffverbrauch in Deutschland ist, wir liegen bei den Metallen, wie Sie alle sehen können, Aluminium, Kupfer und Blei auf dem dritten Rang weltweit im Verbrauch, bei Zinn auf dem vierten, Zink auf dem sechsten, Nickel und Stahlerzeuge auf dem siebten Rang. Und insgesamt verbraucht Deutschland ca. 70 Millionen Tonnen metallische Rohstoffe pro Jahr. Ja, gern auf die nächste Seite. Und die Verbindung zu Lateinamerika lassen sich ganz gut ablesen aus der Importstruktur. Für Kupfer oder Kupfer beziehen wir zu einem großen Teil, also über 70% aus drei Ländern in Lateinamerika, aus Peru, Brasilien und Chile. Bei Silber sind es auch drei Länder mit über 60%, Argentinien, Peru und Mexiko. Bei Eisen ist es ein großer Anteil, der aus Brasilien kommt, mit über 40%. Und auch Molybden, Blei,
Zinn oder Mangan werden aus verschiedenen Ländern in Lateinamerika bezogen. Und umgedreht, Deutschland hat selbst nicht operierende Bergbauunternehmen, aber liefert in die Bergbaugebiete bzw. an die Bergbauunternehmen Maschinen und Technik. Ja, weiter bitte. Die Nachfrage nach Rohstoffen wird Schätzungen zufolge in den nächsten Jahren stark ansteigen. Für Metalle, die beispielsweise für den Automobilsektor oder für die E-Mobilität gebraucht werden, gibt es Schätzungen, dass bis 2035 die Lithium-Nachfrage um über 350% steigen wird. Für Kupfer wird sie um über 750% steigen. Und bei Kobalt sind Schätzungen sogar, die auf über 2000% gehen. Und die OECD hat eine Schätzung rausgegeben, beziehungsweise eine ganze Publikation mit Schätzungen für das Jahr 2060. Und hier geben sie an, dass der metallische Rohstoffverbrauch bis 2016 vom Ausgangsjahr 2011 sich mehr als verdoppeln soll auf 20 Gigatonnen. Das heißt, 20 Milliarden Tonnen metallische Rohstoffe. Gerne weiter. Das hat Auswirkungen auf den Rohstoffabbau beziehungsweise direkt auf die Abbauregion, denn eine erhöhte Nachfrage erhöht auch den Druck auf die Regionen, in denen abgebaut wird. Und schon heute ist der Bergbau in sehr fragilen Ökosystem tätig. Und diese Problematik wird weiter sich weiter zuspitzen. Es werden immer weitere Ökosysteme für den Bergbau geopfert werden müssen. Es wird auf Zukunftstechniken gesetzt werden müssen, wie beispielsweise den Tiefseebergbau, wo nicht absehbar ist, was hier die Folgen sind. Und zusätzlich haben wir eine Abnahme der Erzgehalte, sodass immer mehr Gestein abgebaut werden muss, um die Rohstoffe zu gewinnen. Als Beispiel dafür, für Gold ist es so, dass 1 bis 5 Gramm Gold gewonnen werden und dafür eine Tonne Gestein bewegt werden muss. Bei Kupfer ist es die Rechnung noch ein bisschen besser, aber trotzdem auch schon problematisch, wenn man sich vor Augen führt, welche Mengen von Kupfer gebraucht werden. Für eine Tonne Kupfer, die man gewinnen will, müssen über 700 Tonnen Gestein bewegt werden. Gerne die nächste Seite. Und das hat Auswirkungen auf die Abbaugebiete. Ich werde hier bloß ganz kurz eingehen, um das nicht weiter auszuführen. Wir können dann vielleicht im Nachgang nochmal schauen. Auswirkungen beispielsweise in Brasilien war 2019 der Dammbruch einer Eisenerzmine, bei der 270 Menschen getötet worden sind und die komplette Region kontaminiert wurde. Weiter bitte. Oder der, eins davor hatten wir, oder der Lithiumabbau in fragilen Ökosystemen in Chile und Bolivien und Argentinien. Hier hauptsächlich mit einer Wasserproblematik in sehr ariden Regionen, auch mit der Folge auf Wasserkonflikte und soziale Konflikte in der Region. Dann weiter. Oder der Abbau von Kupfer in Biodiversitäts-Hotspots, wie rechts zu sehen in Ecuador, oder eben auch wieder in der Atacama-Wüste mit Tagebauern, die eine Ausweite haben von mittlerweile einer Tiefe von 1100 Metern und über 13.000 Quadratkilometern Ausmaß, also enorm. Und alle ziehen halt eben die Zerstörung beziehungsweise die massive Beeinträchtigung der Lebensgrundlagen der Menschen in den Gebieten nach sich. Dann weiter. Und deshalb fordert der AK Rohstoffe, den Steffi schon angesprochen hat, aber auch ganz explizit Miserio, dass wir eine Rohstoffwende brauchen. Wir haben hier dazu, wie unten rechts zu sehen ist, auch eine Publikation rausgegeben mit 20 Argumenten, warum wir eine Rohstoffwende brauchen. Ute wird den Link dazu auch in den Chat stellen. Und wir legen hier dar, warum wir ein radikales Umdenken brauchen bei der Nutzung und dem Verbrauch von Rohstoffen. Und
Ein erster Schritt, den wir sehen, der notwendig ist, ist eben diese absolute Reduktion des Primärrohstoffverbrauchs, die erzielt werden kann, oder einzelne Schritte dazu sind, dass beispielsweise an der Langlebigkeit von den Produkten, die wir nutzen, gearbeitet wird, dass die Produkte, die wir nutzen, reparierbar gemacht werden, dass es eine Austauschmöglichkeit zwischen Produkten von Batterien gibt oder Akkus, die genutzt werden, dass eine konsequente Kreislaufwirtschaft für Rohstoffe umgesetzt wird und dass vermehrt auf Recycling gesetzt wird und der Recycling-Sektor ausgebaut wird. Letztendlich brauchen wir sind wir der Meinung, dass wir hier aber einen systemischen Ansatz brauchen. Denn wenn wir uns das bei der Automobilität anschauen, eine Antriebswende rein auf die Rohstoffe geblickt, wird uns nicht aus der Problematik, die wir gerade haben, rausführen. Das heißt, der reine Austausch von Verbrenner zu Elektroauto reicht nicht, sondern die Antriebswende muss, wenn dann, ein Teil einer neuen Mobilitätswende sein, die auf andere Mobilitätsformen setzt und auf geteilte Mobilitätsformen setzt. Und wenn der Herr Altmaier es wirklich ernst meint, nee, ich bin noch einen Punkt vorher, Entschuldigung. Der zweite Punkt der essentiell ist, die Einhaltung von menschenrechtlichen Sorgfaltspflichten und Umweltstandards. Das heißt, Menschenrechtsverletzungen und massive Umweltzerstörung muss entlang der Wertschöpfungskette gestoppt werden und verhindert werden. Und das muss umgesetzt werden, eben auch in einem Lieferkettengesetz. Und da kannst du bitte weiterklicken. Die Initiative Lieferkettengesetz hat den Druck erhöht, dass ein solches Gesetz eingeführt wird. Gerne weiter. Und ganz kurz zu dem, was ist ein Lieferkettengesetz? Durch ein Lieferkettengesetz sollen Unternehmen gesetzlich verpflichtet werden, menschenrechtliche und ökologische Sorgfaltspflichten einzuhalten. Und dies entlang der gesamten Wertschöpfungskette ihrer Produkte. Und wenn sie dem nicht nachkommen, dass auch Sanktionsmöglichkeiten mit in diesem Gesetz enthalten sind, um diese Unternehmen letztendlich dann eben auch für ihre Vergehen anklagen zu können. Und dies soll neben strafrechtlicher eben auch auf zivilrechtlicher Ebene möglich sein für vorhersehbare und vermeidbare Schäden. Und gefordert wird dieses Gesetz sowohl in Deutschland, aber auch auf der EU-Ebene. Und letztendlich braucht es halt einfach so ein Gesetz auch global gesehen auf Ebene der Vereinten Nationen. Bitte weiter. Und die Bundesregierung hat, wie Steffi ja auch schon heute angemerkt hat, einen Entwurf für ein solches Gesetz vorgelegt. Das ist erstmal erfreulich, weil es diesen Paradigmenwechsel unterstreicht von der freiwilligen Umsetzung von Sorgfaltspflichten zu verbindlichen Vorgaben. Allerdings sehen wir hier auch ganz massive Lücken in diesem Gesetz, weil eben nicht die komplette Wertschöpfungskette und die komplette Lieferkette umfasst ist und die Unternehmen hier quasi sich dann darauf beziehen können, nicht für die komplette Wertschöpfungskette verantwortlich zu sein. Es keine zivilrechtliche Haftungsregeln gibt und auch Umweltstandards nur punktuell erfasst sind. Und ein weiterer Punkt, den wir bemängeln, ist, dass nur Unternehmen erfasst sind, die über 1.000 Mitarbeiter haben, was aber eine ganze Reihe von Unternehmen, die in diesem Sektor tätig sind, eben rauslässt. Und deshalb bedarf es hier noch Nachbesserungen. Letztendlich ist aber so ein Gesetz auch ein gutes Instrument, um Menschenrechte und umweltbezogene Sorgfaltspflichten besser umsetzen zu können und verpflichtend zu machen. Ja, und wir haben das in der Rohstoffwende-Publikation nochmal weiter ausgeführt. Wenn Sie wollen, können Sie da gerne reinschauen. Gerne nochmal eine Seite weiter, auch unter dem Hashtag Rohstoffwende. Und ja, vielen Dank erstmal bis hierhin. Ja, vielen Dank, Konstantin, jetzt auch, dass du nochmal den Bogen geschlagen hast.
Und ja, im Chat gab es jetzt auch schon einige Kommentare oder Nachfragen. Ich hätte jetzt an euch nochmal jeweils kurze Nachfragen, um dann nochmal zu gucken, wie viel Zeit wir haben, dann auch nochmal weitere Fragen aus dem Publikum mit aufzunehmen. Und ich wollte meine erste Frage nochmal an Emiliano richten. Also das ist eine sehr große Frage, ich gebe es zu, aber ich würde mich trotzdem freuen, wenn du so eine Einschätzung oder ja, ein bisschen was dazu sagen könntest, weil ich finde, ne, es ist ja auch immer sehr leicht, davon zu sprechen, dass es unbedingt notwendig ist, eine Abkehr vom Extraktivismus zu beginnen und zu finden und dass es wichtig ist, die Wirtschaft zu diversifizieren. Und tatsächlich, das hatte ja auch Tobias am Anfang auch nochmal ganz klar benannt, dass es ja auch die kolonialen Nachwirkungen gibt, die auch Länder wie Lateinamerika in auch eine Abhängigkeit, in eine globale Abhängigkeit von Rohstoffen wirft. Und hast du eine Idee oder eine Antwort auf diese Frage, wie ein realistischer, also wie wir uns das realistisch vorstellen können, wie ein Umbau der Wirtschaft auch aussehen könnte, hin von zu anderen Wirtschaftssektoren und weg von der Abhängigkeit des Extraktivismus? Gibt es da vielleicht positive Ansätze, wo du sagst, da in diese Richtung könnte es gehen? Die Frage ging direkt an mich. Ich wollte die gerne Emiliano stellen, ja, aber vielleicht magst du dann im zweiten Schritt, weil du ja auch zu den Alternativen redest, arbeitest, auch noch mal deine Einschätzung zu sagen. Aber erstmal würde ich Emiliano bitten. Ja, super, alles klar. Ja, super, danke. Sí, bueno, entonces me respondo. Esa pregunta es muy importante. Y no puede ser pensada en blanco y negro, ¿no? Porque creo que la discusión sobre extractivismo en América Latina ha sido si extractivismo o no extractivismo, cuando la transición post-extractivista es un proceso progresivo, paulatino y digamos que, podemos decir que selectivo y diferenciado. Eso significan varias cosas. La primera, por ejemplo, es que nosotros le decimos no a la expansión de un emprendimiento extractivo si no tiene una justificación hacia una economía de transición y una economía para la vida, sin contar con el tema del impacto ambiental. La segunda cuestión tiene que ver con los mecanismos que se utilizan, que pueden ser, por ejemplo, mecanismos fiscales, mecanismos de distribución y de incentivos hacia otro tipo de economías, y eso es un proceso paulatino. Por ejemplo, voy a dar dos ejemplos. En el caso de Venezuela, Venezuela percibió alrededor de 500 mil millones de dólares en el tiempo del boom petrolero, que es un dinero bastante, digamos, el monto no tenía antecedentes en la historia de Venezuela, el monto de las rentas percibidas, que es un dinero más que suficiente para financiar una transición que no tenía nada que ver con la propuesta del gobierno bolivariano de llevar la explotación petrolera de 3 a 6 millones de barriles de petróleo. Esa era la propuesta del proceso bolivariano, que era, por cierto, la propuesta previa en el periodo neoliberal, en la época de la llamada petrolera. O sea, querían llevar a la industria petrolera a la expansión y la duplicación del extractivismo petrolero. Con 3 millones de barriles se logró captar un monto enorme que podía ser dirigido hacia otros tipos de emprendimientos no extractivistas y economías sociales. Eso además no tenía nada que ver con la propuesta de la mega minería en la Amazonía. Es decir, no hace ni siquiera falta, y le agrego, para ese tipo de rentas, y un plan que hubiese sido un plan post-extractivista, que además es post-dependencia o intenta aminorar la independencia, la minería de carbón en la Sierra de Perijá tampoco se necesitaba. Entonces, ese es un ejemplo, y luego si revisas toda la arquitectura de distribución de la renta, teníamos un elemento central, que fue una
corrupción sin precedentes en la historia de Venezuela que generó un desfalco, o sea, desfalco me refiero a un saqueo de dineros, el cual posteriormente hay que acomodar, o sea, la población tiene que sufrir el ajuste en el extractivismo. Y eso no puede ser, ¿no? No puede haber un debate sobre más extractivismo sin que se pregunte qué se hace con las rentas actuales y la transición hacia otro modelo. El segundo ejemplo es ecuatoriano, que tiene que ver con el debate sobre el Yasuní. El debate sobre el Yasuní planteaba la posibilidad de no explotar los petróleos de la Amazonía venezolana a cambio de una especie de fideicomiso que iba a ser alimentado internacionalmente por los principales responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero y de consumos de materias, de las llamadas materias primas. Ahora, ¿qué pasa? Correa, como ustedes muy bien lo saben, al final terminó dándole rienda, ¿no?, posibilitando la explotación en el Yasuní. Un estudio en el Ecuador mostró que si se le cobraba apenas el 1.4% a los 300 sectores más ricos del Ecuador, se lograba recaudar la misma cantidad de rentas que se hubiesen recaudado con 25 años de explotación petrolera en la Amazonía ecuatoriana, ¿no? Entonces, el extractivismo no se puede simplificar en sí o no, sino que lo que tú tienes es un conjunto de emprendimientos que tienes que, por un lado, no expandir, revisar cómo se distribuye la riqueza, revisar a qué tipo de economía se le está dando fuerza, subsidio, política fiscal, no imponer por la fuerza a pueblos, emprendimientos, por ejemplo, mineros, petroleros o agroindustriales que no desean, y sobre todo que para el caso de América Latina no solo tiene que ver con lo ambiental y los derechos humanos, sino que también en lo económico es salir de la dependencia sobre los sectores extractivos, los sectores de lo que llaman el sector primario. Entonces, el debate, sí, hay más de un elemento, más de un insumo para debatir la transición, la transición post-extractivista, con políticas concretas, políticas fiscales, políticas de uso de la tierra, políticas que tienen que ver con agriculturas descentralizadas, con ecoturismo, y que no es con la expansión devastadora del extractivismo que responde a los intereses del capital transnacional y principalmente al de las élites locales, empresariales y estatales, ¿no?, de la política. Entonces, sí, hay bastante material y hay que verlo en su complejidad, ¿no?, la posibilidad de una transición post-extractivista. Ja, vielen Dank, Emiliano, für diese konkreten Beispiele, die uns auch noch mal so eine Idee geben, in welche Richtung es vielleicht auch gehen könnte oder welche Ansätze es auch gibt. Und ja, Konstantin, ich würde dich jetzt auch einfach bitten, das vielleicht komplementär auch noch mal zu ergänzen, was auch aus deiner Arbeit du für Erfahrungen, für Initiativen kennst, wo du sagen würdest, ne, da in diese Richtung könnte es sich entwickeln. Ja, es gibt da natürlich ganz unterschiedliche Ansätze, ob man jetzt schaut auf nationaler oder internationaler Ebene oder eben ob man auch schaut, inwiefern berücksichtigt man eben auch die regionale und lokale Ebene. Ein ganz wichtiger Punkt ist natürlich halt, oder auch ein ganz zentraler Kritikpunkt am derzeit existierenden Bergbau, neben den ökologischen und menschenrechtlichen Auswirkungen, die er hat, eben auch die Verteilung. Also wer profitiert denn letztendlich davon und wer kann sich dadurch halt ein Leben aufbauen und bei wem werden Lebensgrundlagen letztendlich zerstört? Und in den meisten lateinamerikanischen Ländern ist es doch so, dass die Abbauregionen eigentlich nichts davon abbekommen, dass diese Verteilung der Steuereinnahmen teilweise in den Ländern auch so ist, dass die Unternehmen angeworben werden und höhere Steuererleichterungen bekommen, als sie letztendlich zahlen. Da gibt es Beispiele aus Peru,
Und ansonsten glaube ich, dass es oder denke ich, dass es sehr wichtig ist, generell auch mit den die Personen in den lokalen Abbaugebieten mit einzubeziehen. Was ist deren Vorstellung von ihrem Leben und wie setzen sie das um? Das kann nicht alles umgeworfen werden, weil halt die globale Bevölkerung nach Rohstoffen lechzt, sondern das muss halt dann eben auch mit einbezogen werden, wo kommen die letztendlich her und was sind die Lebensvorstellungen von den Personen, die dort leben und wie kann das ausgehandelt werden. Es gibt viele Beispiele, wo sich beispielsweise in Ecuador, ich hatte das vorgestellt, bei dem Kupferbergbau, wo sich die Menschen in dem Tal eine Alternativen aufgebaut haben, Einkommensalternativen in der Landwirtschaft, in der Weiterproduktion von Produkten, in der Umsetzung von Tourismusansätzen, in Ansätzen von Forstprogrammen und Forstbewirtschaftung und so weiter und so fort. Das muss man letztendlich auch mit einbeziehen und ist dann halt eben diese regionale Ebene. Ja, vielen Dank. Ich gucke gerade, also es gab jetzt auch eine Reihe von Kommentaren im Chat. Also es ging unter anderem auch immer wieder die Rolle Chinas, die wir natürlich hier nicht kleinreden wollen. Das ist natürlich eine Wirtschaftsmacht, ein Machtfaktor in der Region. Allerdings ist es uns wichtig, dass wir von Deutschland aus eben auch die Verantwortung Deutschlands fokussieren. Und das bedeutet natürlich nicht, dass wir nicht anerkennen, dass China eine wichtige Rolle auch in der Region Lateinamerika spielt. Und ja, ich lade euch und Sie nochmal ein, Ihre Fragen im Chat zu stellen. Aufgrund der Kürze der Zeit haben wir uns jetzt entschlossen, das Mikro nicht mehr freizuschalten, weil das doch dann immer ein bisschen Zeit braucht. Und Emiliano muss ja pünktlich aus dem Meeting raus. Gibt es noch weitere Fragen? Sonst habe ich natürlich auch noch ein paar Fragen. Und vielleicht noch mal ganz kurz zu dir auch, Konstantin, mit Blick auf Deutschland und mit Blick auch auf die Rohstoffwende, weil das liegt ja auf der Hand, was auch gefordert wird, unter anderem vom AK Rohstoffe. Allerdings ist es natürlich auch schwierig viel der Politik steht dem ja immer noch entgegen, ne? Und deswegen wollte ich dich fragen, wo du im Moment auch strategische Ansatzpunkte siehst, wo jetzt gerade auch mit diesen Forderungen für eine Rohstoffwende strategisch reingegangen werden könnte, an wen man sich hier wenden sollte, um da tatsächlich irgendwie einen Schritt weiterzukommen, damit es nicht sozusagen einfach nur auf der Forderungsebene bleibt, sondern an wen sollten wir uns richten und was sollten wir tun? Ja, gerne kann ich dazu ein paar Worte sagen. Allerdings ist da auch das Bild nicht so ganz so klar. Natürlich wird schon auch Hoffnung gesetzt in das Erstarken der Grünen Partei zurzeit, dass sie da auch interessiert sind, bestimmte Hebel umzulegen. In welcher Form das aber passieren wird, steht ja so ein bisschen in den Sternen, auch in der politischen Landschaft in Deutschland. Was der Fokus ist, ist letztendlich, dass sich das und dieses Papier, was entstanden ist, auch zum großen Teil von entwicklungspolitisch orientierten NGOs. Wir haben uns zusammengetan mit Organisationen, die vor allem im Umweltsektor arbeiten, haben halt geschaut, wer sind die Akteure und probieren hier eine breitere zivilgesellschaftliche Basis zu schaffen, probieren das in die Politik reinzutragen, haben auch Kontakte beispielsweise zu IG Metall, um auch da zu schauen, welche Ansätze werden hier verfolgt. Also gucken auch, wie stellt sich letztendlich der Automobilsektor auf, der natürlich auch daran interessiert ist, dass es diese die Umstellung hin zur E-Mobilität gibt. Und wir müssen jetzt schauen, welche Akteure gibt es, die auch da weitergehen wollen. Das könnten möglicherweise auch Startups sein, die neue Ideen mit in den Raum bringen. Es gibt hier kein ganz klares Bild, wer und wie die nächsten Schritte in den nächsten Wochen sind. Das ist eher ein,
ein Thema, was wir setzen wollen und mit dem wir eine breitere Aufmerksamkeit schaffen wollen, um halt diese Thematiken, umweltbezogene Sorgfaltspflichten, Menschenrechte, ja, noch mehr in den Diskurs zu bringen und halt eben zu schauen, wie und an welchen Stellen kann Deutschland reduzieren. Dafür braucht es dann halt eben auch noch Diskurse mit den Akteuren in den einzelnen Sektoren. Auch der Bausektor ist beispielsweise hier ein ganz wichtiger Sektor. Ja, vielen Dank. Und dann würde ich in meiner Abschlussfrage noch mal ganz schnell an Emiliano auch gerne stellen. Und zwar, was sind denn seine Forderungen für uns als deutsche Zivilgesellschaft? Also an welchen Stellen ist eine Unterstützung, Solidarität mit den Kämpfen auch in Lateinamerika notwendig? Was wünscht ihr euch von uns? An welchen Stellen können wir ganz konkret unterstützen? Sí, bueno, es una muy buena pregunta, porque por un lado, creo que, por ejemplo, este tipo de iniciativas que están teniendo ahora permite visibilizar lo que está ocurriendo en América Latina, ¿no? Al pasando territorios, en la propia economía extractivista. Eso por un lado permite, y creo que hay una cosa importante de este tipo de espacios, es que el hecho de que se genere una red, articulación entre organizaciones de América Latina y organizaciones alemanas que tengan un flujo de información permanente o del resto de Europa también, y que puedan hacer campañas conjuntas. Y la otra cuestión que pienso sobre todo ahora, ¿no? Ahora se está hablando del nuevo superciclo de los commodities, ¿no? Entonces, esta cuestión no es poca cosa para América Latina, porque entonces supone una nueva oleada extractivista, ahora con el ojo puesto evidentemente en el oro, evidentemente en las tierras raras, en el litio, en el cobre. Y eso va a tener un impacto porque entonces los carros, los coches eléctricos, ¿no? Esto que parece algo ambiental tiene en el trasfondo un impacto en nuestra región y tiene que ver con, por ejemplo, ¿no? Inclusive, ¿no? Lo que se ha hablado de las balsas, la madera de balsas en la Amazonía ecuatoriana, la presión que se le genera para la elaboración incluso de aspas aerogeneradoras para la energía eólica. O sea, hay una serie de recursos saldrían para esta transición verde, lo pongo entre comillas, para América, para el mundo, que van a tener un impacto muy grande para América Latina. Entonces, el debate sobre decrecimiento y transición tiene que, por un lado, respetar los derechos de las personas en otras partes del mundo, y por el otro lado, tiene que cuestionar de raíz el modelo. Entonces, digamos, si ustedes tienen un diálogo con los partidos, con los decisores, bueno, plantear nuevamente que hay una serie de políticas que son de medias tintas, que son de reformas, que no llegan al centro del problema, que sencillamente, si no se asumen, nos van a seguir haciendo daño en América Latina, por un lado, y por el otro, el problema de fondo, esta crisis, el antropoceno, esta crisis de civilización que estamos viviendo, tampoco se va a resolver. Entonces, estamos ante un problema articulado y conjunto, y yo creo que es muy importante decirle a la gente esto, por ejemplo, lo de los coches eléctricos, ¿no? Esto a nosotros nos va a hacer un daño tremendo. Ja, vielen Dank, Emiliano, jetzt auch nochmal für dein Statement und dein Appell. Und in Anbetracht der Zeit und da jetzt Emiliano auch sehr schnell raus muss, würde ich auch hiermit diese Veranstaltung beenden. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Konstantin, Emiliano und Tobias dafür, dass ihr da wart und auch mit euren Inputs die ganze Debatte hier heute bereichert hat. Die Debatte geht weiter und auch wir führen sie weiter und auch wir wollen uns auch vernetzt mit den Organisationen in Lateinamerika diese Debatte weiterführen.
Und ja, ich bedanke mich auch ganz herzlich bei den DolmetscherInnen. Ich habe mitbekommen, dass es zwischendurch ein bisschen Probleme gab, aber es hat, glaube ich, wunderbar ansonsten geklappt. Vielen Dank an Maria und Jan für die Übersetzung und vielen Dank auch an Ute für den Technik-Support. Und ja, gerne könnt ihr und Sie uns nochmal ein Feedback auf die Veranstaltung schicken. Und wir stellen die auch nochmal online auf YouTube. Und falls noch nicht geschehen, bestellt gerne auch noch unsere Broschüre. Wir freuen uns, wenn sie gelesen und genutzt wird. Und wir freuen uns auch diesbezüglich über Feedback. Und ja, dann wünsche ich allen einen schönen Abend und vielen Dank für eure Teilnahme.